stell fest, die Umgebung von Sedona ist ein bisschen kühler. Deswegen habe ich mal Mütze, Schal und Handschuhe, die ich gleich auch anziehe. Ist zwar noch entspannt, ich habe auch eine kurze Hose an. Ja, ich mache jetzt eine Kleinigkeit. Ich laufe um den Bell Rock, das ist der linke. Ich glaube, das sind... ich bin mir nicht sicher, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich meine gerade in der Zeitung 3,3 Meilen gelesen zu haben. Ich gucke mir das mal an. Ja, das ist für den Abend, denke ich mal, ganz gut. Visitor Center haben natürlich alle schon geschlossen. Ich hatte bei dem einen angerufen, aber der hat sofort aufgelegt. Beim zweiten Mal, der war auch sehr unhöflich, obwohl noch 10 Minuten Öffnungszeit war. Ja, gut, ist halt so. Die wichtigste Frage konnte ich somit nicht klären. Welche das ist, ist unwichtig. Ja, dann geht's los. Dann bin ich wieder am Parkplatz, bin gestartet Bell Rock Vista, bin auf die Rückseite des Bell Rocks gegangen und habe da den Sunset aufgenommen. Soll relativ schön da sein und ich muss sagen, ist gut, gefällt mir. Kam wieder mal eine Viertelstunde zu spät, das ist jetzt aber nicht ganz so belangvoll. Viel schlimmer als dass ich heute im Walmart Shampoo vergessen habe. Ärgert mich, aber gut, lässt sich jetzt nicht ändern. Ja, der Bell Rock ist nicht gerade lang. Ich habe jetzt 4 Kilometer glatt gebraucht. Genau jetzt kam der 4. Kilometer, kann man gleich mal stoppen. Bin jetzt auch gleich am Auto. Und ja, also es ist eine gemütliche Wanderung. Muss sagen, das Gestein hat auch was, gefällt mir. Das Rote hätte ich jetzt auch, gut, ich wusste es, aber man vermutet es eigentlich nicht in der Gegend. Und da werden die nächsten Tage sicherlich sehr, sehr spannend.